Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück. Heute, ich glaube, vierter Part und mit einem Gast. Hi! Hallöchen. Hallo, wer? Jetzt wird's richtig spannend. Ja, jetzt wird's richtig spannend. So, wir sind im Hinterhof der McGrays. Wir kommen ja gerade von der Haupthalle hier. Und dann schauen wir doch mal, was wir so haben. Wir haben hier ein... so einen Hintergarten hätte ich, glaube ich, nicht so gerne. Bin ich ganz ehrlich. Weißt du, wie das aussieht? Wie? Kennst du das, wenn du auf YouTube Werbung bekommst und dann kommen immer diese komischen App-Spiele? Ja, genau so sieht das aus. Aber gut. Daran erinnert es mich. Ja, aber Grim Tales hatte immer so einen Artstyle. Nee, das ist jetzt nicht böse gemeint. Die App-Spiele sehen eh nicht so aus wie in der Werbung. Ja, ich weiß. So, was haben... Ja. Wer stellt einen Topf mit kochendem Wasser und Schlüssel drin auf den... Hä? Was müssen wir denn jetzt gerade suchen? Weiß ich nicht. Hätte sie ins kalte Wasser geschmissen. Warte. Das ist, das ist ein Point-and-Click-Adventure. Wir haben aktuell die Gegenstände, die wir verwenden können. Und müssen halt vor allem... Warte, wir müssen hier oben diese Tür öffnen. Und dafür brauchen wir einen Schlüssel. So. Der im heißen Wasser liegt. Genau. Anscheinend. Okay. Wenn das der Schlüssel ist, das heißt nicht unbedingt was. Ach so, okay. Der Picknickkorb ist verschlossen. Ja, weißt du... Verschließt den Picknickkorb. Vor allem, weißt du, es ist so ein dünner Strohkasten, den man einfach aufbrechen kann. Oh, was haben wir denn hier? Golf-Emblem. Wer baut einen Golfball in ein Emblem ein? What the... Zu heiß, ich muss meine Hände schützen. Kannst du die nicht mit der Pfeile rausfischen? Nein, natürlich nicht. Funktioniert nicht. Klar. Oder mit der Zange. Ach komm. Kannst du das Handtuch da irgendwie aufheben oder so? Das hier? Nein! Schade. Nee, geht nicht. Also das Spiel sagt einem nur Sachen, die man spielen, die man machen soll. Hier übrigens Strohhut. Oh, nice. One Piece confirmed. So, was... Ja. Oh Gott, was? Nächsten Teil haben wir davon. Oder Solos Luigi's Mansion Rätsel. Auf dem Golfwagen fehlt die Dekoration. Ja, ach. Oh, ist da Golf an dem? Geht trotzdem nicht. Ja, toll, der Rest fehlt noch. Gut, was haben wir denn hier schön? Was stimmt da im Wasser? Ja. Das ist noch unten. Hallo, zuerst muss ich aufschrauben. Ja, dafür haben wir einen Schraubenzieher. Gut, dass wir den noch dabei haben. Den habe ich jetzt schon 5 oder 6 Mal gebraucht. Was haben wir denn jetzt? Wieder ein Golf-Emblem. Ein Ente! Ich komme nicht dran, ohne zu fallen. Alter, das sind 50 Zentimeter! Hier. Das ist Wasser, da stirbt der doch nicht bei. Das ist eine Frau, die wir spielen. Achso. Das ist nicht sexistisch gemeint, ne? Aber der Pool ist nicht mal tief, der geht mir bis zur Hüfte. Was haben wir denn? Zum Rasenmähen? Oh, Golf-Emblem. Das war easy. Ja, aber sonst? Spiel durchgespielt. Kannst du mit der Pfeile das da irgendwie aufschneiden? Ja, versuche ich jetzt mal, habe ich auch gerade gedacht. Nein, geht nicht. Der Rasenmäher explodiert? Ich probiere etwas anderes. Hier, wir können das Ding aufmachen. Wir können den Kofferraum aufbrechen jetzt. So, was? Das ist der Staubsauger. Oh, ich hasse Minispiele. Was haben wir diesmal? Ich hier unbefriedigen. Willst du vorlesen? Führe den goldenen Golfball ins Loch. Bewege die roten Golfbälle zu den Drehtoren, um den Weg für den goldenen Golfball freizumachen. Drehtore können nicht aneinander vorbei bewegt werden. Okay, wir müssen... Warte. Ach so. Ich hab's vorgelesen, aber ich weiß gar nicht, was du machst. Ich glaube, wir müssen das... Genau. Pokémon Smaragd, die 6. Arena. Ach so, lol. Hey, warte mal. So. Ne, warte, dann den hier und jetzt den. So. Dann so. Alter, dann wichtiger so, Steven, dann okay. So. Naja, geht so. Ne, warte. Der geht nicht fester. Mach doch den Link mal hoch. Ja, so geht auch. Ach, du willst mich doch veräppeln. Och, komm. Okay, warte. Okay, wir müssen hinter den Hinteren zuerst arbeiten. Nein. Ist auf jeden Fall eine Taktik. Ja, ne, wenn man es so nennen darf, ja. Nee, auch nicht. Warte mal. Ausgangspunkt. Den kann ich nur so machen. Den kann ich nicht machen. Das ist so ein richtig unbefriedigendes Spiel. So, ja genau. Die Wimmelbilder hier im Spiel sind tatsächlich, die mag ich. Die mag ich sehr. Weil die sind nicht zu schwer, die sind auch nicht zu leicht. Aber das hier ist einfach nur AIDS. Das ist echt ultra nervig, das regt richtig auf schon. Das ist so schon nervig. Das ist es halt.
Warte mal, so? Nee, so nicht. Warte, kannst du nicht. Du kannst nur die Golfbälle bewegen, ne? Ja, genau. Nur die Golfbälle. Okay. Also kannst du das Windrädchen auch bewegen. Nee, nee. Ach, geh nochmal zurück. Nee, kann ich nicht. Ich will hier nicht mehr sein. Okay, weil ich könnte mir auch einen Tipp holen und das lösen automatisch, aber ich will es wenigstens versuchen. Eben, ich will es wenigstens versuchen. Warte, kann ich den nicht ins... Kannst du den Golfball, den da oben, kannst du erstmal in der Links verschieben. Ah, ne, das bringt dir halt auch nichts. Eben. Du musst... doch, mach trotzdem mal. Hä? Kannst du vielleicht den in der... Hä? Ist der gerade da durchgeglitscht? Scheiß drauf, ist gut. Okay. Ich bring ihn da... Ich akzeptiere das einfach mal. Warte, nee, warte. Oh, nicht, dass ich das Minispiel jetzt kaputt gemacht habe. Warte, so, dann so. Okay, jetzt nachdenken. Den hier hin? Nee. Das ist nichts gemeint. Warte. Habe ich den hochgeschoben? Nee, habe ich nicht. Ich habe den so geschoben. Okay, warte, das geht nicht, das geht nicht. Dann packen wir den nach da. Das geht nicht, das geht. So. Oh, shit. So, so. So, ich sehe es gerade von meinem geistigen Auge. Okay, ja. Jetzt bin ich überfragt. In der Mitte hoch. Ja, du kannst du den. Ja, mach das so. Oh mein Gott! Oh, Alter, wir haben es geschafft. Und wow, wir kriegen einen Golfschläger. Was sollen wir denn mit. Auch mit den Schlüssel raus. Ich weiß es nicht. Ah nein! Ente! Hallo, Mr. Duck. Ja, natürlich, da kommt doch jeder drauf. Ein Löffel? Gabel und Löffel. Ah, für Strandkorb. Ja, toll, aber wo ist der zweite? Warte mal, wir haben einen Golfball trotzdem. Können wir hier noch was machen? Nee. Können wir da... Geht da erstmal den einen da rein, vielleicht passiert irgendwas. Ach, du willst mich doch... Ich hab sogar gesagt, dass was passiert. Erstmal den Löffel da rein. Will gucken, was ja, das funktioniert nur bei manchen. Man braucht beide dafür eigentlich. Deshalb steht da unten 1 und 2. So, wir haben einen Schlüssel. Nee, das ist total bescheuert. So, hier den Code müssen wir uns irgendwie aufschreiben. Doch, wir haben nichts zum Schreiben. Geht's da hinten weiter? Nein, ach ja, komm. Hier unten vielleicht? Ja! Ja! Nanu, was haben wir denn hier? Finde die unten aufgelistete Objekte. Ein Wimmelbild. Okay, Kompass. Hier. Willst du einen Schmetterling finden? Warte, Schmetterling-Gewehr. Gehstock. Warte. Trophäe warte. Ist hinten links über dem Klavier. Ja. Rechts, hoch, da. Das ist das Gewehr. Ja. Album, Puppe. Das ist halt eine Puppe. Ja, das Spiel schreibt manchmal... Violine. Wenn das ja genau, aber wenn das, wie heißt das Spiel zum Beispiel, wenn das Spiel Feder hier unten als Aufgabe schreibt, dann ist es eine Sprungfeder irgendwo klein hinten in der Ecke. Ja. Also, was ist denn eine Statuette? Eine Statu... Ist das so? Warte, eine... Ich krieg einfach mal ein paar... Nee, Statuette. Hier ist das Kleid. So, okay. Statuette, Notenblatt. Schleife, Album. Alter, ist die Musik laut, Hilfe. Ich hoffe, das hört man nachher in der Aufnahme. Sei froh, dass du nichts hörst. Ich will an deiner. Mach da einfach die Musik gleich. Ja, könnte ich rein theoretisch, warte. Hallo? Ah, Menü. Tut mir leid, ich muss die Musik ein bisschen leiser machen. So. Schleife. Hängt die da nicht an der Treppe? Ja. Das hier, ne? Oder nee, die Schleife mal. Achso, ja, die hing da gerade. Aber du hast sie gerade. Das hier ist doch eine Statue. Statuette, Schmetterling und Album. Warum ist Schmetterling rot? Was bedeutet das? Das ist ein Gegenstand, den wir gleich noch brauchen, dann wahrscheinlich. Ah, nee, das sind die Gegenstände, bei denen man was machen muss. Achso, das war das Album, natürlich. Ah, ja, siehst du? Fotoalbum. Aber Statuette? Ach, hier! Haben wir vorhin nicht schon angeklickt? Nee, wir haben das da hinten angeklickt. Kann ich bestimmt noch gebrauchen, wunderbar. Was ist denn das jetzt? Album, kann ich da trotzdem noch rein? Nein. Na gut, gucken wir mal ins Album. Kannst du reinschreiben? Ja, mal gucken. Nash McRae und Gray 1901. Charles Maxwell und seine Söhne Edward und Rolf, die sehen ja alle sehr begeistert aus. Ja, die hatten Bock. Der rechte sieht ein bisschen aus wie du.
Nein. Doch, so von den Haaren her passt das. Aber minimal. Hä? Geburt von August Nash im Bild mit Familie Grey. Wieso guckt der Typ immer so komisch? Das war die Zeit. Alfred Grey, Louis Nash und Stephen Nash wurden als Opfer des Zugunglücks bestätigt. Der Zug fiel aus 149 Meter Höhe von der Brücke. Was war das für eine Brücke? Andere Opfer müssen noch identifiziert werden. Familie Nash kommt... Das sieht mir nicht aus. Das sind 149 Meter gewesen. Das sieht aus, als wäre ja, von den Schienen einfach umgekippt. Das ist halt wirklich so, stimmt. Oh, hier, der Vater wird euch wieder was sagen. August Nash wurde in den McRae-Archiven erwähnt. Laut den Papieren starben er und seine Familie in den 20ern. Okay. Abgeschlossen. Finde den Ausfuhr. Okay. Neue Aufgabe. Halte den Bösewicht davon ab, das Familienerbstück zu stehlen. Hä? Warte mal, was ist das denn für eine Verfolgungsjagd? Worum geht das Spiel? Ja, Verwandte haben uns eingeladen zum Grillen. Also diese Verwandte hier, so, und wir mussten jetzt in die Vergangenheit reisen, um die davon abzuhalten, ermordet zu werden. So, weil als wir ankamen, sind die tot gewesen. Dann sind wir. Wir haben drei persönliche Gegenstände von diesen beiden eingesammelt und auf einmal waren wir in der Vergangenheit. Ist keine Erklärung, aber hey, passt schon. Ja. Das ist schon eine Erklärung. Irgendwie schon. Nur, Gute. Ja, und hier, wir haben, und als ersten Gegenstand haben wir einen Geisterschädel von unserem verstorbenen Vater gefunden. Und jetzt kommt er immer wieder. Can you feel it? No, I shouldn't ask you. You're lying. Der liest gerade vor, Moment. Ja, hilf mir nicht. Mir bewegt er von uns an den Lippen. Vor allem, der sieht ein bisschen aus wie, ich habe schon in den letzten Folgen gesagt, der sieht aus wie Lucius Malfoy. Ein bisschen. Aber also vom Gesicht her. Aus Harry Potter. Sieht einfach fucking richtig groß. Wie sieht er aus? Gruselig. Ja, irgendwie schon. Gut. Like you, Anna. Ah ja, okay, ich verstehe. Ah ja, wer ist denn Anna? Ganz vergessen. It's obvious that this artifact will make him stronger. Everyone related to the Greys and McGreys could die. We need to hurry and stop this. Ah ja, danke schön für das Emblem. Was ist das? Auch eins von zwei nur. Hättest du mir nicht direkt beide geben können? Medizinsymbol. Warum? Was für ein Wichser. Warum hat der Bösewicht Schwäche für Medizinsymbole? Was ist denn das für ein Kryptonit? Was ist denn das? Ach so, klar. Also, was ist passiert? Ach so, nee, wenn ich hier auf das Schloss drücke, dann bleibt das Inventar offen. Das ist ziemlich nützlich. So, ach so. Aber warte mal. Die Folge geht noch 10 Minuten, habe ich jetzt festgestellt. Wir haben jetzt das alte Foto. Das alte Foto. Du kannst aber gerne mehrere dabei sein. Hier! Genau, hier passt es rein. Noch ein Medizinsymbol. Aha. Toll. Natürlich. Warte, passt es hier? Ne, hier nicht. Wo war das nochmal? Ist da der Schlüssel dafür, ist wahrscheinlich im Strandkorb. Ah, nee, hier wahrscheinlich. Ne, hier kommt die Gabel jetzt, pass auf. Was? Notfall, Erste-Hilfe-Kasten. Schön, dass es wenigstens auf Deutsch ist. Das ist gut. Hä? Sehr nett. Was haben wir hier? Warte mal. Watte, okay. Watte und Lösemittel. Kann ich da... Lösemittel? Oh, das Lösemittel, doch! Ich weiß, wo wir das Lösemittel gebrauchen können. Warte, ach, ich kann doch einfach mit der Karte teleportieren. Hier. Lösemittel. Ist verrostet, deshalb. Aber klar, ich träufel dreimal drauf und dann geht's wieder. Natürlich. Verstehst du jetzt die Logik vom Spiel? Es ist komplett bescheuert. Es ist komplett bescheuert. So. Was? Was ist das denn? Kohle? Nein. Kannst du den Ofen heiß machen? Geh nochmal zurück, war da nicht gerade irgendwo ein Kamin oder so? Also hier kann ich auf jeden Fall nichts mehr machen. Oh, ich weiß, was wir machen können. Nein. Schreib dir doch... Ach nee, Moment, stopp. Falsche Richtung. Wir müssen... Hier ist das. Warte. Genau. Gewusst wie? Ja. So muss das sein. Steht da drauf, PS. Du brauchst die PlayStation Pro. Alter, genau. Nein, das ist der Code hierfür. Ja. So, was? Eins. Wow, das ist voll das krasse Mega-Rätsel. So, was kriegen wir jetzt?
Ein Wimmelbild! Ja! Warte, verschiedene Gegenstände und darunter liegende Objekte finden. Finde 6 Paare. Was? Verschiedene Gegenstände und darunter liegende Objekte finden. Finde Objektenpaare, die. Auf jeden Fall. Ja, die hinter anderen Gegenständen versteckt sind. Ach, eine Kralle. Ach so! Ah! Ich verstehe. Horn. Hä, war gerade nicht unten links ein Horn? Warte mal. Das ist eine Uhr? Ja, das ist doch. Da nicht. Ein Schlüssel. Und ein Mehlsack. Da! Oh. Uhr. Uhr. Perfekt. Dann haben wir die. Ich guck mir nochmal alle an. Okay, da war ein Dino. Oh, ein Messer. Eine Schlange. Ah, oh, Messer auch. Warte. So. Vielleicht die Kralle und die Schlange. Nee. Vielleicht Kralle und der Dino, den wir da vorhin hatten. Warte. Wo war das? Nee, das ist der Schlüssel. So ein Dino. Dino? Da war er. Hier? Der da war doch auch eine Kralle, oder? Ja, und da der Dino. Unten links. Klick nochmal auf die Uhr unten. Ja, da. Und jetzt auf das Dino. Jetzt auf die Pfeife. Auf die Pfeife. 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 Pfeife? Warte mal. Das hier? Pfeife. Ja, auf die Pfeife. Ach so, ja. Jetzt weiß ich, was du meinst. Und jetzt geh nochmal oben rechts hin. Geh nochmal oben rechts, wo gerade dieser Käfer war. Ja. Ja, und da jetzt die Biene. Wo dieser Käfer ist. Ja. Genau. So. Das heißt, es. Finde. Ja, Moment. Das heißt, es fehlen jetzt noch. Schlüssel? Nur der Schlüssel. Warte, wo war der andere nochmal? Der andere. Ich hab nichts gefunden. Hier. Er hat Sound gar nicht gelöst. Okay, das war relativ gut. Also angenehm. James Schlüssel. Das war wirklich. Ist er oben? James Schlüssel. Dann würde ich mal sagen, liebe Zuschauer, schauen wir in der nächsten Folge, was sich hinter dieser Tür verbergt. Dann. Hyped. Ja, mega gehypt, ey. Das One Piece ist hinter dieser Tür. Hype Train. Gut. Damit der Typ schon mal weiß, dass wir gleich reinkommen. Ist das Spiel danach schon vorbei? Was? Ist ein langes Spiel? Ist das Spiel danach schon vorbei? Nein. Das Spiel geht noch ein bisschen. Also. Wir haben noch nicht mal die Hälfte des Spiels. So, dann würde ich mal sagen, also glaube ich. Bis zur nächsten Leute-Folge. Okay, genau. Ciao. Tschüss.